Willkommen bei festivalzombie.com. Als Gäste habe ich heute Basti und den Sänger der Band Torfrock und die Stimme von Werner, Klaus Büchner. Und der Klaus, der ist heute hier, um mit uns über seine Erfahrung im Filmgeschäft zu reden. Wo fangen wir denn an? Am besten bei Werner, weil das kennen die meisten. Bei Werner, ja. Wie bist du damals gecastet worden? Wie sind die auf dich zugekommen? Die sind einfach auf mich zugekommen. ja, die haben also mehrere Leute besucht und mich haben sie auch besucht. Also ich bin da nicht irgendwo vorstellig geworden oder so. Die haben mich mal aufgesucht. Die haben auch andere, haben sie gefragt, unter anderem auch Jan Fedder. Okay, der ist ja dann als die Stimme. Den haben sie nur deswegen nicht genommen, weil die Stimme fanden sie eben für Werner zu tief. Ja. Also zu kerlig. Naja, und die haben dann, und dann habe ich mir vorgestellt, ich habe jetzt ganz lange Zähne und so eine Nase und bin immer hin und wieder ein bisschen aufgeregt und dachte, alles klar, Meister? Und dann sagt der Röntger, das ist Werner, das ist genau Werner. Also lach nicht an mir, sondern an meiner Stimme. Ja, bei einer Sprechrolle ist das meist der Fall, ne? Ja, ist oft so. Ja. Das war ja eine ziemlich große Produktion, also finanziell gesehen. Produzent war Bernd Eichinger. Ja. Das war ja quasi das Hollywood-Äquivalent von Deutschland. Wie lief die Produktion ab? Wie lange hat das gedauert? Wurden erst deine Parts eingesprochen? Hast du die erst eingesprochen und danach wurden dann die Zeichnungen gemacht oder war das andersrum? Beim ersten Mal ja, da habe ich das erst gesprochen. Ich habe nur die Bilder dazu gehabt, manchmal so Fragmente. Das waren noch so die Strichzeichnung. Ja. Nicht koloriert und dann bewegte sich das manchmal so ein bisschen. Aber beim ersten Film wurde das praktisch nur gesprochen. Mhm. Weil das war auch besser, die konnten dann auch so die Mundstellung. Wenn Werner jetzt sagt so, wissu ne wu es, dass dann auch die Kiefer im Zeichentrickfilm richtig mitgehen. Ne? Ja, wenn einer dann erstmal nur so gezeichnet hätte, wäre das nicht so realistisch rübergekommen. Nee, eben. So, haben sie dann. Aber später wurde das auch mal gemacht, da habe ich dann auch also so drauf gesprochen schon auf dem Film. Also genau, die Werner-Filme, die hattest du halt eine Sprechrolle. Du hast aber auch Real-Life-Schauspieler mal gemacht. Unter anderem in dem Film Geld oder Leber mit Mike Krüger, so eine Klamauk-Komödie. Da gibt es, glaube ich, so eine bekannte Szene, da bist du ja der Steward auf so einem Ausflugsdampfer. Ja, ja. Auf dem Bodensee oder auf dem Wörthersee irgendwo. Auf dem Wörthersee, das war in Österreich jedenfalls. Ja, ja. Auf jeden Fall eine sehr prägnante Rolle. Ja. Das hat sich auf jeden Fall bei den Leuten eingeprägt. Der Steward, der extrem gestresste. Oder so. Ja, und ich habe mit Raimund Harmsdorf schön Rotwein gesoffen danach. Das kann ich mir vorstellen. War das der Kapitän? Ja. Ja, ne? Mhm. Genau. Das ist irgendwie. Noch ein Film, bei dem du selbst geschauspielert hast, ist ja die Produktion Deichking. Ja. Der wurde veröffentlicht 2007. Das war ja ein Independent-Film, der hier in der Gegend gedreht wurde. Mhm. Der Produzent war und auch Regisseur war der Michael Söth. Ja. Wie gesagt, das war ja keine große Produktion wie Beinhardt, wo eben Bernd Eichinger Produzent, da steckt ja richtig Geld hinter. Das war ja eine Independent-Produktion, wo keine Kohle oder... Low Budget. Ne? Da sind wir dann an dem Film beteiligt gewesen. Okay. Und wir hätten auch richtig was verdient, wenn der genug eingespielt hätte. Du hast ein Gedichtband auf dem Weg, habe ich mitbekommen. Ja, ja. Das sieht auch gut aus. Ich hatte auch eine gute und eine schlechte Nachricht gekriegt. Also ein Verlag, der sich dafür interessiert. Und da sind auch Leute, also auch richtig, berühmte Leute, also die da was auf dem Gebiet, ne? So wie, da ist zum Beispiel der ehemalige, der ist jetzt leider gestorben, der ehemalige Chefredakteur von der Titanic, der hat auch viel rausgebracht da. Ja. Und nur, die schlechte Nachricht war, wenn die solche Bände rausbringen, das hat 200 Seiten, also praktisch 200 Gedichte plus und Wortbeiträge. Manchmal habe ich auch kein Gedicht, sondern nur einfach so Wortbeiträge. So, das sind 200. Und ich habe erst 80 fertig, oder 90. Wollen die mindestens 200? Ich habe erst 80 oder 90 fertig. Und die wollen mindestens 200. 200 wollen sie haben. Und jetzt versuche ich mit denen zu reden, ob nicht erst mal 100 reichen.
Zu Schleswig, tief im Wickeltal, lebte einst ein langer Aal. Der traf eine längere Aalin und wollte sie zur Gemahlin. Die sprach, na gut denn, aber wehe, du willst eine Leichung vor der Ehe. Also mit dem Gedichtband wird es wohl bei dir noch eine Runde dauern, ja, bis der fertig ist und veröffentlicht wird. Wie läuft es bei Torfrock? Ist da irgendwas im Busch? Oder habt ihr da irgendwelche Eisen im Feuer? Also wir arbeiten, es ist so, mein Raimund, der arbeitet daran, wir haben ja letztes Jahr sind wir in Wacken da auf der Partybühne, ne, aufgetreten. Und das ist gefilmt worden. Und da ist sau viel Material. Und das wollte er erst gerne mal fertig machen, mischen, dass das auch so zum Ende des Jahres wenigstens fertig ist. Ja. Und deswegen haben wir im Moment jede Menge Texte, weil ich schreibe auch zu Hause dann erstmal die Texte. Aber komponieren tue ich mit ihm zusammen. Wir haben also praktisch noch keine Komposition. Mhm. Also eine haben wir und die ist aber Schrott. Die machen wir neu. Also Torfrock wird es auch noch eine Weile dauern, bis es da Neues von euch gibt. Ja. Gut. Und, aber es ist in Arbeit. Es ist in Arbeit. Ja. Es ist in Arbeit. Seid ihr denn gerade auf Tour oder seid ihr jetzt eben nur mit dem Schreiben? Wir sind eigentlich mit dem Schreiben und Schneiden erstmal beschäftigt. Wir sind jetzt demnächst wieder. Ich muss immer nachgucken, weil ich kümmere mich nämlich. Wir packen mal einen Link von den Tourdaten von Torfrock in die Beschreibung. Das ist besser. Also das ist zuverlässiger als ein schusseliger Sänger. Klaus, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke. War uns eine Freude. Leute, Kriegen wir ein Gedicht los? Ja, natürlich. Hau raus, Klaus macht noch ein Gedicht. Bitte drum. Weißt du, weil ich rechne ja damit, dass meistens wird ja immer noch mit irgendjemandem ein Selfie gemacht, ne? Oh, wir haben richtige Kameras. Wir sind über 15 Jahre alt, das können wir doch nur so machen. Ach, richtige Fotos, ja. Nicht mehr pubertieren und so, gar nicht. Wenn du willst, können wir ertragen. Ja. Okay. Ich bin den Kram auch noch nicht los. Ja gut, also aber dann Selfie. Selfie heißt sich zu fotografieren. Nein, das ist nicht so, wie es scheint. Wer das behauptet, tut sich nur genieren. Denn mit Selfie ist Sex ohne Partner gemeint. Klaus, nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht. Ja, dann kann ich ja noch ein Bier trinken. Ja, das kannst du auf jeden Fall. Kollegen anrufen, ne? Kein Problem, kein Problem. Leute, das war Klaus Büchner. Freut euch auf die Live-DVD von Torfrock, live in Wacken. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode. Ciao, bis dann.